Weiß ja nie. Wolltest du hier auch noch ein Fenster reinmachen, hier vorne? Warte, du jetzt? Ach, du bist jetzt ganz oben, ne? Mhm. Ach, jetzt hier zwischen? Etage hier drüber, oder? Hä? Hier meinst du, ne? Ja, ich glaube ja. Und dann hier am besten auch nochmal, dass man von hier auch direkt. Dann kann man da jetzt so drauf springen und durchschießen. Weil vorhin musste ich von hier so. Und hier einzutreffen ist nicht gerade einfach. Zumindest nicht mit der Shotgun. Also wenn wir jetzt nicht genug Essen haben, dann weiß ich auch nicht. Nein, du wirst nicht aus. Ich brenne deinen Arsch ab. Ich brenne gleich zurück. Nee, du standst also gerade so gut. Mit dem Arsch aufs Feuer und ich mach das Feuer dann an. Jetzt nur noch furzen müssen. So, ich okay, baue jetzt auf. Was. Ich muss die Sachen noch hier rein tun. Mal gucken. Was habe ich denn da noch? Das. Wusste jetzt keiner, was man aus Kohle machen kann. Ja. Oben war komplett fertig, oder was war da jetzt? Dann gucke ich mal kurz. Ganz oben noch nicht. Das sieht immer cool aus. Ich baue jetzt gerade ein Handmade Lockpick. Mal in die anderen Häuser einbrechen. Gucken, was braucht man nochmal für Dinge, Zielkräfte. Was ist das? Ach, das ist die Shotgun-Muni, die ich brauche zum Beispiel. Die Handmade Shell. Er hat mehr gefunden. Denke ich schon recht gut. So, ich habe mal für oben ein paar Fenster gemacht, ne? Die Stäbe da. Oder brauchen wir hier unten welche? Hier brauchen wir keins. Ich weiß nicht, was das ist.
Ich mach noch mal was. Das ist mir jetzt egal, das habe ich jetzt extra noch gemacht. Schatz. Ah, hm. Aber das kann ich nirgendwo hinsetzen, guck mal. Das kann ich nur hier hinsetzen. Wo ist das denn? Bist du oben, okay, oder wo bist du? Nein. Warte. Ich bin draußen. So. Ah, wolltest du jetzt hier hinsetzen, ne? Ja. So ein Zahntor, oder was ist das? Mal gucken. Da. Total sinnfrei. Nee. Ach, egal. Gib ein bisschen Schutz. Will ich sehen, was hast du denn? Ach, nur so ein Pika-Ding. Okay. Was total unnütz ist, weil das bringt nix. Naja. Deko. Mal vorlaufen? Was? Sorry. Da der Pika nichts bringt, soll ich einfach vorlaufen, weil ich jetzt Spaß haben kann. Was vorlaufen? Bei den Pika. Die pieken dich. Ja, du fängst dann an zu bluten. Hm. Hier kann auch ein Sensor. Okay, da ist jemand pisst im Aquarium. Klopsi. Schwimmt hinter allen hinterher wie so ein Bescheuerter. Wieso konnte ich das Ding hier vorne ans Fenster setzen, aber nicht da? Nicht hier! Oh, das ist doch voll unnütz jetzt so. Egal, das ist unsere erste größere Hütte. Da darf man das. Jo. Noch mal ein paar Stäbe. Mahlzeit. Danke. Boah, ja, ist das gerade langweilig, ey. Ja, ne? Aha. Was? Okay. Das ist wirklich langweilig. Ja, weiß nicht. Da haben wir schon einiges. Alter, was hat er denn für Problems of the Week? Guck dir das an da. Guck mal hin. Jetzt muss man drauf achten. Siehst du? Das ist schon nicht mehr. Der geht hinter alles hinterher, was nicht nied- und nagelfest ist. Was er gerade mal sieht. Komm, zwack ihn hinten in der Schwanzflosse. Rammelt der Fischer oder was? Was machen die? Einfach nur beißen. Was? Die Vögel nicht, Graham. Ich weiß, ich war ja nur ein Scherz. Nicht gelungen, ne? Naja. Nein, der war echt kacke. Sushi? Nein. Nee, Sachen. Wer ist draußen? Ich nicht. Achso. Na, der eine Ofen geht gleich aus. Naja. Zwei Gitter habe ich noch fertig gemacht. Mhm.
Ich habe oben mal Licht gemacht. Es kann doch jeder bauen, ne? Sollen wir dann zur Sicherheit mal noch eine Ersatztür machen für Notausgänge oder sowas? Wieso? Ja. Wo willst du denn jetzt hier noch eine Tür hinmachen können? Ja, oder nee. Hier draußen sagtet ihr, kann keiner an der Bodenplatte mehr legen. Habt ihr ja versucht, ging nicht, ne? Mhm. Ja, dann kann uns keiner die Tür zu machen, deswegen, meinte ich. Mal stell dir vor, sonst macht da einer eine Bodenplatte hin, macht irgendwas anderes, macht die Tür zu, ne? Und dann haben wir die Arschkarte so gesehen. Naja. Mhm. Naja. Oh, man kann das Ding machen mit einer Holztür, Schatz. Habe ich auch gerade festgestellt. Scheiße. Deswegen, wir sollten irgendwie gucken, dass die Holztür da rauskommt. Ja, aber wie? Das ist die Frage. Was wollt ihr denn? Andere Tür oder was wolltet ihr? Ja, eine Eisentür. Wie das aussieht, guck dir das an. Können ja von oben, weiß ich nicht, noch eine Treppe machen, die nach unten geht, ne? Und da eine Eisentür machen, keine Ahnung. Ne? Ja, können wir machen, aber dann geht trotzdem, kann man trotzdem unten die Tür noch aufbrechen. Oder wir machen. Ja, das Blöde ist nur, jetzt steht Graham sein Bett im Weg. Vielleicht können wir das irgendwie. Haben wir denn eine Wand? Zerstöre es! Vielleicht haben wir eine Wand da und dann irgendwie. Was ich jetzt gesagt hätte, dass wir hier einfach noch so einen Balken hinmachen, so als Vorraum, weißt? Komm, schließen wir Graham sein Bett aus. Ist nicht so schlimm. Habt ihr noch. Nee, normales Haus hattet ihr. Lol, kann ich auch nicht. Ja, dann weiß ich es nicht. Graham, jetzt guck mal, wenn ich mich auslogge, ne? Wo bin ich denn dann? Neben dem Bett. Oder unterm Wie? Bett. Unterm Bett? Ja, die Füße gucken raus. Moment, ich guck mal eben. Ja, läuft der draußen auf? Ach, du bist da. Ja, da. Oh, Kindergarten. Ja, da. WTF, wofür habe ich denn so ein scheiß Bett gemacht? Kommt wahrscheinlich noch. Das kann man das Bett mit der abhaken. Ja, das Bett ist weg mit der. Okay, cool. Mit der Picken oder mit der Dings von dir? Jo. Bett ist weg. Wie Bett ist weg? Der Graham sein Bett haben wir kaputt gemacht gerade. Mhm. Dann kann da jetzt eine Wind oder was? Ach nee, er hat eh nichts da, oh Gott. Das größte Problem ist C4. Zwei Dinger und eine Wand ist weg. Mit der Picke, die ich habe, oder war das eher deine Waffe? Ich habe ja auch drauf gekloppt. Ja, ob wir da drüben bei, da steht doch eine Hütte hier vorne, aber versuchen wir zu zweit da drauf zu hauen, ob die Tür da kaputt geht. Dann einbrechen, weißt du. Aber ist schon hell, oder? Ist eigentlich relativ, oder? Hey, die Luke wird gerade hell. Können wir mal gucken gehen. Kommst du? Genau. So setze ich ein paar Fackeln mit, ja. Und hier noch. Siehst mich ja, oder? Ja. Mal gucken, ob wir einbrechen können. Deswegen. Links war da, oder? Das links war auch einer. Nee, hier hinten auch einer. Okay. Ja, hier ist wohl direkt einer. Ist kürzer. So, ich dachte hier links war einer, deswegen.
Mann, jetzt klingelt's ja auch noch. Aber egal, meine Eltern haben die Schlüssel. Wenn bis müde oder was? Keine Ahnung. Ich hab grad keine Lust mehr zu spielen. Ich hab nichts. Mach doch da was erstmal. Gleich. Nein, geht wahrscheinlich nicht, oder? Seit zuerst nichts passiert. Ja, denke ich aber auch mal. Nein, wir lassen nicht. Vielleicht höchstens versuchen, das Mikro zu knacken, nur einmal. Inkorrekt Passwort. Kommen wir an die Kiste hier nicht rum? Sieht man nichts? Nein. You can't lockpick this. Naja. Aber ich würde mal so sagen, wir haben ja eh schon viel geschafft, wenn uns. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal Pause machen. Denn ich fackeln sich nichts. So, ich lock mich dann auch aus. Ich nehme jetzt auch wieder auf. Okay, wo hat er denn das Ding hingeworfen? Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich. Ich renne hinter dir her. Okay, immer in diese Richtung. Das ist jetzt fraglich, wie weit das jetzt noch entfernt ist. Okay. Ich nehme mal den Bogen zu sich halt. Ich habe mir erstmal die Axt genommen, lol. Ich habe gestern noch ein Haus geplündert. Daher kommt die zweite, die dritte Picke. Ja, ich habe noch eine Tür geklaut. Mal eben auf den Berg hier klettern und von denen aus gucken. Aha. Ich laufe hinter dir. Ich weiß nicht mal, wie die Dinger aussehen sollen. Fette Kisten, habe ich gesehen. Von hier aus sehe ich noch nichts. Fette Kisten. Aha. Fette Kisten? Oh, alter Grün, wo bist du hin? Hier runtergehüpft, ich habe meine Beine ein bisschen angeschlagen, wie man geht. Hier oben auf dem Berg. Oh, was für ein Berg! Diese Felsen, die hier sind auch was. Ja. Warte, ich höre dich laufen. Du bist wahrscheinlich da unten, oder was? Ja, da bist du, genau. Von hier aus kann man besser sehen, deswegen. Was gibt's denn da in den Kisten? Bessere Loot-Sachen oder so. Ich hatte gestern eine Granate oder was das war. Ne, eine Rauchgranate oder was das ist. Okay. Muss ich mal gucken, von da aus kam der. Vorsichtig hier beim Runtergehen. Ach du heilige Kacke. Lass mich raten, Graham, du hast keine Ahnung, wo der das Ding abgeschmissen hat. Ja, das ist ja das mal von hier aus. Vielleicht sehen wir mehr Glück ein. Das ist so scheiße. Soll ich das Haus noch ein bisschen größer machen? Kannst du. Geht das denn von draußen oder nicht? Ja. Da hinten liegt einer, oder? Ja, da oben liegt einer. Wo? Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay, hier lang. Den Berg da oben. Den Felsen. Siehst du die? Ah, lol, okay, so groß sind die. Ja, irgendwo muss die zweite liegen. Die müsste eigentlich fast in der Nähe sein. Ich will gucken. Naja, ich will nur da hoch, damit ich sehen kann, wo die andere ist, weil es wird langsam dunkel. Also, warte mal kurz, bevor du die ganze Loot ist. Da liegt sie. Da liegt die andere, yeah. So, jetzt ist sie weg. Wo bist du? Hier hinten bei der anderen, die liegt eine Treppe und ne Dingens. Na toll, nichts drin. Guck dich mal um. Ja. Die haben wir schon gesehen, die Kiste? Nee. Okay, das, in der Nähe ist die Kiste, rechts bin ich da gegangen, eigentlich hinter dir war ich so gesehen. In die Richtung, wo wir gelaufen sind, rechts.
vom Berg da runter. Also. Siehst du das? Nee. Okay, nein, egal, dann loot ich ja, ne? Es ist auf jeden Fall eine fette Kiste, Harvey. Der hat sie, glaube ich, gerade bei mir schon gesehen auf dem Bildschirm, oder? Ja, gerade nein gesagt, deswegen, oder? Okay, gut. Ich hab sie gelootet. Warte, ich komme mal wieder auf den Berg. Ich würde sagen, wir warten mal, weiß ich nicht, oder? Das ist die Frage. Hinter dir bin ich. Hier oben war ich. Lol, ach so, da. Ja. Jetzt ist die Frage, warten wir hier? Oh fuck, ich komme hier nicht hoch. Nee, brauchst nicht. Nee, ich komm. So. Boah. Hilfe. Nicht verletzen, ne? So, Graham, ja, was wolltest du? Ja, weil es gleich dann wieder Tag wird, und dann schmeißen die wieder was, deswegen. Entweder bleibst du hier oder ich bleib hier oder. Das, falls da einer da ganz hinten weiß, wo ich da vorher war, weil die dann nochmal Kisten schmeißen, ne? Oder bleib einfach mal hier, keine Ahnung. Warten ab. Na, die nächsten Kisten, ne? Ich sehe euch nicht mal. Wir sind ein ganzes Stück gelaufen, Schatz. Okay. Wo bist du? Mach mal ein bisschen Licht. Dahinter ist direkt das Haus. Ich bin hinten auf dem Berg gelaufen. Ist aber verkehrt. Nein. Ja. Also wenn du bei uns rausläufst, habe ich immer geradeaus. Nee, nein, anders. Ja. Schatz, läufst du mal kurz zum Haus zurück? Mache ich gerade. Okay. Wie hast du die Axt denn immer verschwindet? Sehe ich nicht mehr. Naja, das verbuggt er schon. Aua. Was denn? Nicht wehtun, ne? Was hast du? Schon passiert. Mann, hast du Bandage und so alles? Ich sehe dich da. Ja. Alles gut. Da ist unser Haus. Ja, da lang. Nee, da lang? Komm, warte einfach. Komm mal hinter dir, Wendy. Ja, ich, ich bin im Ultra-Speed-Modus unterwegs. Yeah. Ja. Krabbel ich? Sagen. Ja, so ungefähr. Oh, jetzt geht's wieder. Okay. Hier müssen wir lang, ne? Ja. 125 Fackeln hab ich noch. Mach mal kurz eine an. Okay, jetzt mach ich die wieder aus. Ja, ich sehe noch genug. Nee, weil es da wieder ans Licht zieht. Schatz, bleibt da einfach stehen eben. Okay. Bei uns auf dem Haus, oder was? Nein. Aber dass ich diese fetten Kisten da hinten bei dem Berg übersehen habe, das ist schon. Ich weiß auch nicht, ob die lange liegen bleiben oder so. Aber das ist auch so ein Labyrinthberg, weißt du? Du läufst da hoch, läufst da runter oder hast nicht gesehen, wie Berge halt sind. Und dann irgendwann siehst du gar nichts mehr und dann bist du einfach nur noch verwirrt. War ich hier schon? War ich hier noch nicht? Ne, das ist eigentlich weniger, aber kann ja noch sein, dass du das irgendwo zwischengefallen bist. Ich sehe. Ich mach mal kurz Licht. Ja. Dann gehen wir wieder raus. Nein, ich bin hier. Wo hier? Na egal, bei der Vampi in der Nähe oder was? Moment, ich hab Standbild. Ja, okay. Ich wollte jetzt nicht gesnappt bin. Standbild habe ich jetzt auch, jetzt nicht mehr. Aber habe ich erstmal von den anderen Leuten ein paar Sachen geplündert. Brunnenessen und so. Ja, dann lass erstmal kurz wieder nach Hause. Ich habe noch ein bisschen Holz. Können wir eine Kleinigkeit machen. Wie viel Holz hast du noch?